Hallo Leute, ja, wir sind hier wieder in Dwarf Fortress. Ich hatte mal zwischendurch geschaut, wie wir das mit dem Verstellen der Betten hinkriegen. Und es ist wohl so, dass man Garbage Damp dafür haben muss, also so eine Zone, wo man das dann, sag schon, ablegen kann und dann werden die Betten weggeräumt. Da müssen wir auf jeden Fall dran arbeiten. Ich glaube, ich habe ihn eigentlich eingerichtet. Wir werden sehen, ob dem so ist, nach dem Logo. So, wir müssen mal gucken. Also dieses Bett ist richtig. Dieses Bett hier steht zum Beispiel falsch. Wir haben es hier schon ausgewählt, dass es in einem Dump rein soll. Dumping Zone. Jetzt müssen wir nur nachgucken. Und wir müssen hoch, hier lang. Ich meine, ich habe diese Zone hier, oder? Furniture Stockpile. Nee, das ist die nicht. Vielleicht müssen wir Zonen aufrufen dabei. Nee, das ist falsch. Hier Zonen. Und Garbage Dump. Und die ist tatsächlich hier. Brechen wir ab. Jetzt sind wir hier drinnen. Und jetzt ist die Frage. Wie kriege ich da was rein oder ist da was drin? An dem Dump. Das ist ein Garbage Dump. Click in the Play Area. Aha. Nee, das wollte ich nicht. Das ist alles das, was ich jetzt gerade nicht möchte. Suspend Activities, also das wäre unterbrechen, das wollen wir nicht. Move this zum Permanent Delay wollen wir auch nicht. Eigentlich ist das alles richtig. Und eigentlich müssten die Klamotten da jetzt reinkommen. Aber schwierig. Gut, wir müssen abwarten. Wir haben das ja angewählt, ne? Zum Beispiel die Betten, ne? Die sind hier angewählt, dass die da weg sollen. Hier. Toggle the dump status of the item. Items are dumped in dumping zones. Wir können ja mal gerade schauen, aber ich glaube. Ne, das war wieder falsch. Hier sind die Zonen, oder? Ja. Gibt es was anderes? Meeting Area? Nein. Bedroom? Nein. Dining Hall? Nein. Pen Pastor, Pit Pond. Dungeon Fishing, Sand, Clay, Gather Root, Tomb, Animal Training, Garbage Dump. Das ist das, was wir brauchen. Das ist ein Schlafsaal, ne? Office haben wir alles schon. Ne, das ist das Teil hier. Ich mache mal hier noch eine. Left click to choose corners to ring. Ne, das brauchen wir. Hold left button to draw. Ne, das ist alles richtig. Und das ist accept. Und dann ist es erledigt. Und dann ist es jetzt hier, weil ich hier klicke, mache ich ja wieder eine neue Zone. Ne? Ja. So, jetzt nochmal nach den Zonen gucken. Ja, die ist immer noch da. Ja, mal gucken. Lass mal laufen. Das haben wir nämlich die ganze Zeit nicht gemacht. So, wir haben hier definitiv ja auch ganz viel zu trinken. Schon mal Draben Wein. Das ist schon mal cool. Hier haben wir was drin? Zepter. Die werden, glaube ich, auch noch weiter gebaut, oder? Hier sind Bracelets drin und sowas, oder? Ja, kleine Figuren, Ringe, alles das, was wir hier bauen für die hier. Hier sind die Nestboxen, haben wir auch gut. Haben wir eigentlich irgendwo schon einen Essraum? Ich glaube nicht, ne? Den sollten wir vielleicht auch noch mal schnell bauen.
Wie bauen wir den hier? Obwohl hier ist das. Wir können auch noch nach hier. Geht das? Nee, da ist schon die Karte zu Ende. Geht also nicht. Essensraum. Ja, machen wir hier oben mal drüber, glaube. Machen wir so groß wie unten die Halle. 11 sind's. Ach, ich muss mal so machen, ne? Dann klappt es auch mit dem Ausbauen. Hier haben wir schon für 3 Gänge gemacht. So, da kann jetzt einer das ausbauen. So, was haben wir denn noch hier so? Jetzt mal gucken. There is nothing to catch in the northern swamp. Okay. Häftling, Sodel Rintakitin has created a masterpiece. Okay. The stray rooster ist geschlachtet worden. Und die sind schon lange weg. Oder? Nee. Stopp mal. Pause. Die sind da, oder? Das ist ein Human Martiant. Move goods to far from. Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Die Amulets können da alle hin. Die auch. Ich verschiebe immer hinten, weil ich das Mausrad benutze. Die ganzen Amulets brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Taschen, nee. Barrels, nee. Betten. Können wir welche zur Verfügung stellen. Die mit minderer Qualität auf jeden Fall. Hier, das ist ein Top-Bett. Das ist schon kein schlechtes Bett. Kommen die mit Minus, sind jetzt auch nicht die besten. Die schmeißen wir auch nochmal raus. Vielleicht will die ja einer mitnehmen. So, hier ist der Slider. Warte mal, dann gehen wir gleich zu Amulets. Da war kein Slider. Da waren wir nirgendwo. Barrels. Ich glaube, Bets waren tatsächlich die ersten, die wir hatten. So, da sind wir schon durch. Die sind alle gut. Das kann noch weg. Falls die Betten mitnehmen, weiß ich aber nicht. Warte mal, hier sind so viele Minusbetten, da kann man das vielleicht so machen. Ah ne, hier sind doch nicht so viele Minusbetten. Ne? Warte, hier ist nur ein Minus. Das kann auch weg. Das nicht, das. Die alle nicht. Das kann weg. Aber wir haben schon sehr, sehr viele Betten. Ne? Die können aber alle weg. Blöcke ist klar, aber die brauchen wir. Bodyparts. Die will keiner haben wahrscheinlich. Lass das mal boxen. Nee. Bracelets. Die können alle weg. Hätte ich auch ganz oben irgendwie alles auswählen können? Nee. Einmal nicht Käfige. Da ist noch ein Dingens drin, den müssen wir noch rauslassen. Haben wir immer noch nicht hingekriegt, glaube. Türen brauchen wir. Ah ja, ist klar. Figurines, die sollten auch alle weg. Das gibt hier 200. Alles weg. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht verkaufen. Holz, ne, behalten wir. Oh, Fisch. Wenn wir das haben sollten, kann das alles weg, weil das fängt an zu gammeln, glaube ich. Das ist besser wegzutun. Boah, der bringt 1500, das ist ein Masterpiece wahrscheinlich, ne? Kann
Kann ich mir den angucken? Nee, leider nicht. Aber hier ist noch ausgewählt. Warte mal, dann machen wir da mal raus. Stocks ist hier. Da können wir jedes Teil. Rings war das, ne? Hier Rings ist einer. Kann ich mir jetzt hier angucken, oder? Weiß ich gar nicht, ob ich das eben auch hätte können. See the camera to follow this item, okay. Das ist in diesem Stockpile. Wo ist das? Stockpile 19. Ist der jetzt gehighlightet? Glaube nicht, ne? Ein Wheelbarrow. Das muss hier drunter liegen. Auch hier sind die Ringe, oder? Ne, ist ein Amulett. Das ist er, oder? Ne. Ich weiß nicht, wo das Ding liegt. Das ist ein Amulett, okay. Das sind dann Ringe. Aber das ist es nicht. Wo ist denn das Ding? Liegt das hier irgendwo drin? Könnte natürlich auch sein. Aber komm, das ist egal jetzt. Wo waren wir stehen geblieben? Hier, da, Sachen hin und her bewegen. Bei Ringen waren wir. Den machen wir ja nicht weg, der bringt so viel. Ich weiß nicht, ob der nachher nicht irgendwem gehört. Die können alle weg, die haben wir gebaut. Steine, nee, Table, Tische. Alle Steintische hier, die haben wir gemacht. Wer wollen die hier haben? Weiß ich nicht. Sit-Table sind die, sind verschiedene Qualität. Lass das so. Hier haben wir Leder. Tools sind die Wheelbarrows. Das lassen wir so. Und Waffen sind das. Gut. Das heißt, wir haben das jetzt hier schon mal drin. So, lass laufen. Der müsste jetzt hier irgendwann hier auch erscheinen, oder? Da ist er schon, glaube ich, oder? So, die bringen jetzt gerade die Klamotten da rein. Aber Trade geht noch nicht. Es müssten ja hier die Sachen alle verschwinden. Hier, diese müssten da auch hochkommen, ne? Es wird auf jeden Fall viele Sachen reingelegt. Das ist schon mal gut. Dass hier weiterverarbeitet wird, was wir davor hatten, ich weiß es noch nicht. Hier oben hüllt auch keiner aus zurzeit. Trade geht noch nicht. Ah, jetzt können wir handeln. Na, lass uns das tun. So. Die haben wir alle reingeschmissen. Gewicht ist hier unten wieder ein Thema, ne? Haben wir gerade schon gesehen.
Okay, kann nur Low White. Jetzt hier drei Betten reinmache oder vier, dann ist schon das Gewicht erreicht wahrscheinlich. Genau so ist es. Blei. Okay, dann geht das mit dem Gewicht schon mal durch. Traders Profit ist 30. Steine, Loks, Flasks. Wenn die Loks haben, ne? Ja. Aber vor der Tür selber eigentlich, oder? Spielzeughammer, Käfige. Warte mal, da ist sowas drin. Die ist ein Schwein drin. Vielleicht nehmen wir das mit. Warte, mit dem Pferd? Weiß ich nicht. Iron Pick und Copper Pick. Ja. Brustplatte haben wir da gerade hier. Kann ich das abklicken? Nur so. Leder Armor. Shields, Hood, Boxes. Machen wir gerade Boxes. Bags. Da ist eine Sache drin, aber ich weiß nicht welche. Das war jetzt ganz schlecht. Jetzt komme ich nicht mehr zum Traden oder was? Jetzt geht's wieder. Sag jetzt nicht, es ist alles weg. Sieht so aus. Ah, das darf ich also nicht machen. Wir wollten ihm ja Betten geben, ne? So, da haben wir schon mal vier Betten. Hier ist noch ein fünftes. Es geht noch mehr. Tische? Tische sind zu schwer. Betten sind nicht zu schwer. So, und er hat einen Plus. Raw Gems. Das Holz? Nee. Das ist irgendwie eine Gitarre oder sowas, ne? Was ist das denn hier im Buch? Ich nehme das mal auch an, mehr, wenn es geht, ne? Das Schwein wollte ich haben. Das ist auch viel Gewicht, was die loswerden. Da kann ich den gleich schon wieder zig Betten verkaufen. Okay, er ist sowieso noch nicht ganz zufrieden mit seiner ganzen Geschichte gerade. Warte mal. Alle Betten und dann ist noch ein Trader lost. Kann aber noch mehr Gewicht tragen. Ah, da können wir jetzt hier noch Figurines machen bestimmt. So, da hat er ganz viel Plus und zwei Gewicht ist zu schwer. Wir müssen also wieder was kaufen. Die Brustplatte. Dann sind wir schon mit dem Gewicht auch sehr gut. Die Lederrüstung. Okay, dann hat er schon wieder. Die Lederrüstung nehmen wir mal wieder gerade raus. Weil dann ist das hier zu teuer. Die Lederrüstung hat er sogar mehr wert wie die Plattenrüstung. Gut. Da ist ein Item drin und da ist ein Item drin. Da auch. Ist da die Wolle drin? Genau, da ist die Wolle drin. Und da ist ein Seil drin. Oder was es auch immer ist. Da ist Pommelwood.
Okay. Da haben wir jetzt Tuch. Ist jetzt nicht wirklich favorisiere, dass wir das kriegen. Was haben wir hier? Da ist Leder. Was haben wir denn noch so hier? Alles Tuch und Leder. Hier sind Bolzen. Aber dann ist er schon wieder unglücklich, weil oh, das waren Silberbolzen, okay. Aber wir machen erstmal das, was wir haben wollen. Da ist eine Qualle. Da unten sind noch Pflanzen. Aber da ist nichts bei. Da keine Samen mit. Wir wollten noch Samen haben. Backpack. Da ist das Backpack. Fiber. Irgendeine große Scheibe. Käse. Crutches. Dies ist keine Ahnung, was das wieder ist. Und Papier. Aber hier sehen wir jetzt ganz klar, dass der einen Verlust macht. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, die Amulette. Die Zepter. Das ist ja übergewichtig. Russellets. Fisch. So, wir haben erstmal alles an. Ne, warte, hier ist noch. Achso, das waren die Tische. Die können wir sowieso knicken. Das heißt, wir müssten jetzt erstmal hier Tische rausnehmen, Betten rausnehmen. Damit das mit dem Gewicht erstmal hinkommt, ne? Oh, das war ein Plusbett, das war sowieso. Aber na, okay, die hätten wir alle verkaufen können, ne? 146, das heißt, wir müssen sowieso noch mehr hier loswerden. So, jetzt sind wir gleich mit dem Übergewicht erstmal dran. Aber die 48 lassen wir. Wir müssen irgendwas rausnehmen, was hier ziemlich schwer ist. Ziemlich wert, was wert ist. Was wir da ausgesucht haben, ne? Bolzen nehmen wir mal raus. So, dann kriegt er noch wieder ein paar Betten dazu. Ne, die sind sowieso schon zu viel noch. Wir müssen mit dem Betten, mit dem Gewicht noch runter. Noch 33. 22. Das sind nur noch zwei Betten, die wir glaube loswerden müssen. Dann geht's, oder? Ne, hier geht's schon. Jetzt noch einen wertvollen Gegenstand. Obwohl er wäre eigentlich vielleicht damit zufrieden. Der Trade gemacht. Ah, hier oben. Ah, er will noch was haben. Lass uns mal gucken, was wir hier noch haben. Da war schon was. Okay, das heißt, wir müssen auch noch ein Bett wieder rausnehmen. Und jetzt passt das mit dem Gewicht. Das Schwein wollten wir haben.
Hier oben noch was? Ich glaube nicht, oder doch? Doch, hier ist noch was. Der Barren. Ne, den müssen wir kaufen wegen Gewicht. Ich weiß nicht, was das ist. Das würde ich doch gerne behalten. Dann lass uns hier noch die Brustplatte rausnehmen. Und ach, jetzt ist das mit dem Gewicht wieder. Was haben wir? 18. Jetzt haben wir kein... Doch, hier ist ein schweres Bett. Komm, Trade. Okay, dann hat es da gereicht. So, Sachen austauschen und alles ist gut, oder? Gut, Händler sind weg. Was haben wir hier? Da ist jemand geschlachtet, das ist okay. Hier wurde ein Spezial-Masterpiece gemacht. Aber ein Zepter, was wir wahrscheinlich schon verkauft haben. Die Händler sind da. Und das ist nochmal das. Jetzt haben wir hier einen Alert. Okay, ist weg. Und was ist das? War schon wieder einer geschlachtet. Okay. Und eine Petition. As many members in Ended Bridges and now requires a guild hall. The location must be built and furnished with the hall designated for a farmer guild. Also die wollen hier eine Gilde gründen, wenn ich das richtig verstehe. Kann ich denn so eine Gildenhalle bauen? Und wenn, wie kann ich die bauen? Ist das eine Zone? Meeting Area. Ah, weiß ich nicht, das muss ich auch schon wieder nachlesen. Ne? Können wir aber machen, ist kein Ding. In der nächsten Folge will ich hoffen, habe ich es rausgefunden. Ich sag mal herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.